Hi. Bevor es richtig losgeht, Lügenbiber. Also in einer Minute geht was los, aber aus planerischen Gründen leider nicht der Vortrag, der hier angekündigt ist, weil ich erst gestern Mittag gehört habe, dass der angekündigt wurde und nichts davon wusste. Der kam im Web nicht und was nicht im Web steht, kenne ich nicht. Es stand aber im Gigiti drin und ich habe jetzt dann auch sogar ins gedruckte Manual geguckt und festgestellt, der Timetable steht da nicht im Text schon. Ich habe das Firmen-Notebook mit allem, was man hätte erzählen und zeigen können wollen, leider nicht dabei. Tut mir unheimlich leid, war nur für einen Vortrag vorbereitet. Und der zweite ist jetzt heute Morgen im Web auch noch erschienen, über magische Dinge. Also jetzt kann man im Web nachgucken, dass es einen Vortrag gibt. Ich erzähle sehr gern ganz viel über Shell. Ich habe ein paar gute Ideen oder ihr dürft euch was wünschen. Aber zumindest den, ich kann euch erzählen, was da so passiert wäre, aber das ist wirklich wildes Fabulieren, ganz ohne Beispiele und das wird extrem trocken und macht keinen Spaß. Das tut mir sehr leid. Also wer jetzt nur Kernel und irgendwas hören wollte, gibt noch schöne andere Talks. Ansonsten können wir sehr schöne andere Shells auch machen. Ich habe zwei gute Ideen dabei, aber wenn es noch eine Idee gibt. Was hast du denn jetzt vor? Das ist gesagt, was nicht kommt. Was hast du vor? Ich hatte gestern schon mal, ich tue ganz gerne Vorträge über Shell-Skripts halten. Und gestern hat die Stunde nicht wirklich gereicht, im Fallsystem Dubletten von irgendwas zu suchen, wäre eine Variante. Eine Problemstellung, die ich auch früher wirklich von dem Kunden mal hatte. Durch ein Fallsystem durchkrabbeln, einfach gucken, welche Datei kommt mehr wie einmal vor, mit inhaltlich identischen Kopien. Die rausfinden und sich ein bisschen Gedanken machen, wie man das gut macht. Oder die Variante 2, die immer wieder auftritt, weil ich wirklich auch auf kleinen Embedded-Controllern sehr viel Shell-Skripte auch für Messtechnik schreibe, rechnen in der Shell. Ich will einfach ein bisschen mit der Shell rechnen. Wie mache ich das mit Integer-Zahlen, mit Fließkommazahlen, mit anderen Sachen? Und wie kann man mit der Shell auch so ein bisschen rechnen, ganz ohne multiplizieren und addieren zu wollen? Wie kann man rechnen auch anders? Also so ein bisschen Arithmetik dafür. Das wären so die beiden Ideen. Oder jemand sagt, ich wollte schon immer ganz dringend irgendwas. Stand-up-Shell-Scripting, aber dafür habe ich einfach leider jetzt die Kernel-Sachen. Es wäre ein Embedded-Controller gewesen, wo ich jetzt 5 Jahre gearbeitet habe, um für ein ASIC einen Treiber zu schreiben, die Support-Software, den Kernel-Treiber, die Labor-Software. Das ist entstanden eben aus ganz viel Hardware-Beschreibung mit XML, PDF-Datenblättern von den Chips, die da noch so dran rumhängen, von irgendwelchen externen Firmen, Excel-Sheets, und andere lustige Informationen von internen Kollegen, die Teile der Register beschrieben haben. Das mit Shell-Skripten alles so zusammenmanschen, dass das das gleiche Format hat, aus dem man dann heraus C-Code generieren kann, die Hardware beschreibt. Dann gibt es ein Kommandozeilentool, mit dem man in der ganzen Hardware rumhacken kann, Leseregister, Schreibregister, macht Dumps von Teilen, vergleicht das mal und sowas. Damit haben wir 5 Jahre jetzt unsere Hardware beopert. Und festgestellt, hey, es tut, und die Hardware also in mehreren Iterationen den Chip verbessert, der jetzt Ende Februar announced wurde. Das ist ein Chip für die Ansteuerung eines Laserprojektors, wo man mit 2 Mikrospiegeln X- und Y-Ablenkung von Laser machen kann und dann so ein bisschen Laserprojektion. Und am Schluss gibt es dann halt Shell-Skripte, die prüfen, wie Shell-Skripte ablaufen, das ganze System initialisieren, und weil das ganze Know-how und Logik in so Shell-Skripten jetzt drin ist, wie man mit dem Zeug umgeht. Da gibt es ein Startskript, ein Stoppskript, ein Testskript und Gott in die Welt. Und mit ein bisschen S-Trays und anderen Sachen kann man diese Abläufe mitloggen und den Kernel-Code generieren, und der Kernel kann das gleiche dann im Treiber ablaufen lassen. Also weil ich auch immer ganz gerne S-Trays vorträge. Aber das kommt noch öfter, hoffe ich mal, weil ich es ein schönes Beispiel finde, wie man mit ganz vielen Tools ganz viele lustige Sachen machen kann. Aber Notebook im Büro, weil ich nicht wusste, dass der Vortrag angenommen wurde. Sorry for that. Nun, wie gesagt, letzte Chance rauszugehen, soll Datei im Dateisystem suchen, was gleich ist, oder ein bisschen rechnen in der Shell. Irgendwelche Meinungen? Handzeichen? Fußzeichen? Handzeichen für Dateien suchen, welche gleich sind? Rechnen in der Shell? 3 zu 3, habe ich da richtig aufgepasst? Jetzt noch ein extra Handzeichen für 1 oder 2. Ah, Dateien suchen. Ihr seid so still und so weit weg. Ist es Absicht, dass das nicht aufgezeichnet wird? Ich weiß von gar nicht. Da ist ein Moment, ich muss die andere. Also, ich meine, da klingt irgendwas rot. Also, hast du irgendwie gewünscht, dass es nicht aufgezeichnet wird? Nein.
Also der andere Vortrag wäre eventuell nicht aufgezeichnet worden, je nachdem, was ich mit meinem Chef abgesprochen hätte, wenn ich es gewusst hätte. Weil dann kann ich mir aus dem Nähkästchen plaudern, ohne dass man das nachgucken und mich verklagen kann. Wo sind hier HDMI? Ah, hier. Also das mit Shell und sowas, das ist alles überhaupt kein Thema. So. Nanu. Oh. Achso, habt ihr schon ein Bild gehabt? Ah, was kann denn der Beamer? Jetzt habe ich ein Bild. Dieser Beamer kann 1920. Hey. So dann. Muss ich das umschalten? Könnt ihr das umschalten? Habt ihr ein Videosignal? Laptop, analog, VGA, digital, Signalquellen, Laptop. Muss ich? Könnt ihr? Ich glaube nicht. Okay, ich habe einmal auf Laptop geguckt. Nein, nicht, nichts, oh, nichts. Ah, noch ein paar. Ja. Wer war gestern den Vortrag von wegen Dateisystemspielen 1, 2, 3? Ah, das waren die drei Hände. Und noch. Ah. Okay, ja. So, dann noch das Mikrofon bitte. Ah, so fürs Aufzeichnen. Genau. Oh, noch kleiner. Test 1, 2, 3. Vielleicht ein bisschen tiefer. Das ist nicht wahr. Das ist keine gute Idee, das rauszuziehen. Ah, mit mehr Gewalt. Gucken, Schriftgröße, das war die Schriftgröße von gestern. Das müsste auch hinten wieder gehen. Und das Folien von gestern, einfach nochmal kurz Hallo sagen. Ich werde das nicht alles wiederholen, die Shell-Skripte gibt es irgendwie da. Meine ganze Teile der Softwarekarriere in der Schule mit Rechnern spielen schon dürfen, da war ich sehr glücklich drüber. Dann relativ früh angefangen Linux zu machen, nachdem wir vorher schon Unix an der Uni hatten und ich aber schon ab 86 freie Software in Form von Tech an der Uni Tübingen implementieren und supporten durfte. Und dann Linux halt irgendwie machen konnte, weil ich immer mal Unix-Quellen haben wollte. Wir an der Uni Tübingen haben keine Unix-Quellen gehabt, das war total ätzend, wenn irgendwas nicht tut für die Rechner, die wir da hatten. Im Rechenzentrum und in der Informatik und habe ich dann endlich mit Linux mal gescheit. Ich hatte vorher schon ein BSD laufen, aber das war instabil und das Linux war stabil und dann blieb es bei Linux. Dann habe ich relativ lang Grafikkartentreiber für x386 gemacht, weil meine Karte halt nicht tat. Fängt man das an und macht das weiter. Und war dann lange in Tübingen in der Softwarefirma, so technische Entwicklung und Consulting und jetzt bin ich seit fünf Jahren in dem Projekt, eben für diesen Laserprojekt bei Bosch gewesen und seit 2014 da dann angestellt. Bosch Sensortech ist eine kleine Tochter von Bosch, die diese ganzen Beschleunigungs- sonst was Sensoren in Handys, Wii-Konsolen, Drohnen, sonst was macht. Alles so diese Mikromechanik-Sensoren, die eigentlich aus der Autoindustrie kommen. Im Auto sind sie einfach ein bisschen anders von der Technik her. Die haben mehr Strom, mehr Platz, die müssen sehr viel zuverlässiger sein. So ein Airbag, der darf nicht irgendwie einmal alle Jahre lang mal ausfallen, das ist blöd. Kommt nicht so gut. Im Consumer-Geschäft hat man andere Kunden. Es muss nicht 20 Jahre verfügbar sein und laufen. Man hat ganz andere Stückzahlen. Es darf keinen Strom brauchen, es darf keinen Platz kosten. Und dann haben sie irgendwann beschlossen, da machen wir mal eine eigene Firma draus, weil es einfach so anders tut, zwar die gleiche Technik ist. Alle unsere Sensoren werden in der Fab in Reutlingen hergestellt. Die Mechanik ist tatsächlich Bosch-Patent und sowas. Das kommt da alles raus und die Elektronik drum und sowas wird bei uns entwickelt und die Halbleiter zum Teil dann auch in Asien gefertigt und dann irgendwo zusammengebaut. Und mit diesen Mikromechanik-Sachen haben wir halt auch diese Spiegelchen gebaut, so ein Spiegel für X-Ablenkung, für Y-Ablenkung, so ähnlich wie Braunsche Röhre, bloß nicht mal mit Elektronen, sondern jetzt mit dem Laserstrahl.
nimmt man mal ein paar bunte Laser und kann dann Sachen projizieren. Das war das, was ich jetzt eben 5 Jahre lang gemacht habe. Also der Spiegel ist ein kleiner Chip, so 2 auf 2 Millimeter, keine Ahnung, so ein 1 Millimeter großer Spiegel, aber das ist ein Silizium-Spiegel, hängt an einem Siliziumfaden und ist in Silizium und Glasdeckel und sowas eingebettet. Und also ist wirklich ein ganzer Wafer voller großer Spiegel, ein großer Wafer voller kleiner Spiegel, und aber nicht in einem Chip, also es sind dann 2 unabhängige Chips, die werden magnetisch angetrieben, die haben Spulen drin, man braucht aus dem Magnet dran und die klebt man dann irgendwo drauf, dass das passt. Und noch ein extra Chip mit der ganzen Ansteuerlogik. Und noch ein paar andere Chips dann für Stromversorgung und Lasergedöns. Und das war die Aufgabe von gestern, halt irgendwie Dateien suchen und gucken, was so geht. Und was ich dann so draus gehabt habe, was man alles macht oder was ich schon in Dateisystemen gemacht habe, außer Doc-Files suchen und die mal nach AbiWord zum Beispiel konvertieren oder Tech-Files suchen und die nach PDF konvertieren, ist mehr so meine Variante, aber halt, ich habe irgendwie ein Ausgangsprodukt und sage, oh, da fällt ja das aktuelle PDF, weil nicht neu oder noch gar nicht gemacht, oder ich habe dann C-File, da fällt ja das noch das Executable dazu. Und was in dem Zusammenhang auch ist, wir haben gestern schon ziemlich viel rumgespielt, erstmal mit Find überhaupt einzelne Dateien finden, wie finde ich dann alle OTT-Files und wie gehe ich mit den komischen Sonderzeichen und Namen um. Da, gestern wurde aufgezeichnet, kann man sich angucken. Und wo ich dann halt so überlegen war, was in dem noch reinspielt, ist mir gekommen, dass ich vor vielen, vielen Jahren mal irgendwie für ein großes Datenarchivierungssystem für Messdaten und Entwicklungsdaten dann mal das Problem hatte, dass die ganz oft die Daten nochmal irgendwo eingecheckt hatten und noch eine Kopie und noch eine Kopie. Und erstens war nicht mehr klar, woher die Kopien alle kamen und ob die wirklich gleich sind oder sich geändert haben. Und dann haben wir angefangen, tatsächlich das Zeug durchforsten, rauskriegen, wo sind denn Kopien von irgendwas, was ist inhaltlich identisch, wie kann man das gut machen. Und dann, wenn man das dann einmal weiß, kann man sich in einem zweiten Schritt natürlich überlegen, schmeiße ich es einfach weg, weil es eine Kopie ist, die da nicht hingehört, wenn man einfach so rummüllt in Timmer und Files. Oder ersetze ich die zum Beispiel durch Symlinks. Aber jetzt im Wesentlichen erstmal drum, einfach so ein paar Gedanken. Wenn man sehr viele Dateien hat, ich habe hier in dem kleinen Notebook eine 2-Terabyte-Platte drin. Ich habe sehr viele Dateien. Im Arbeitsnotebook ist eine 4-Terabyte und ein Server hat noch ein bisschen mehr. Also ich habe viele, viele Source-Code-Versionen, ganz viele Android-Versionen. Früher hatte ich auch ganz viele Kernel-Bäume nebeneinander liegen. Jetzt sind es mehr andere Sachen. Aber und jetzt halt einfach gucken, was ist denn so gleich? Und wie mache ich das einigermaßen effizient? Und so der erste Gedanke war, wo ich das angefangen habe, man kann mit so Unix-Tools diff oder cmp-Dateien vergleichen, aber welche beiden Dateien will ich denn vergleichen? Also wenn die wirklich auch in verschiedenen Bäumen liegen und halt irgendwie Benutzer A vielleicht auch, wenn ich es wirklich systemweit mache, und Benutzer B die gleichen Dateien haben und ich Plattenplatz sparen möchte oder sagen, hey, ihr arbeitet am gleichen Projekt, was immer die Gründe sind. Ich will alle identischen Kopien auf meiner Platte jetzt finden und was kann man sich da überlegen, wie man das gut macht? Und wo kommt man der Shell so überall vorbei? Der erste Gedankengang war, Dateien, wenn man mal guckt, man hier liegt nicht so richtig viel rum, eher zufällig, was jetzt da gerade ist, Dateien können ja auch, weil ich halt erst überlegt habe, wie kriege ich das möglichst effizient hin und wie kann ich sowas testen, um nicht jede Datei mit jeder vergleichen zu können. Das erste, wo man wahrscheinlich relativ schnell drauf kommt, ist, dass man relativ schlau von zumindest den Dateien, um die es dann gehen wird, mal eine Prüfsumme zu machen. Und wenn die Prüfsumme gleich ist und die Prüfsumme was taugt, dann wird auch die Datei gleich sein. Oder ich kann noch mal nachtesten oder sowas. Das heißt, es ist schon mal relativ gut herzugehen, einfach sagen, ich mache mal Prüfsummen. Und jetzt kann man dann anfangen, sich überlegen, wenn man was macht, was dann vielleicht auch auf viele, also für Kleinigkeiten, und hier irgendwie würde ich jetzt sagen, meine Lieblingsprüfsumme ist immer noch MD5-Summen. Ist kryptografisch wohl nicht mehr so top of the state und sowas, aber wenn man das so ein bisschen macht, dann kommen da lauter lustige Summen raus, und solange die irgendwie in den, mein zweites Lieblingstool ist immer Sortieren. Wenn irgendwas mal gucken, dann sortiere ich das halt mal und dann kann man ja mal gucken, ob da gleiche Prüfsummen auftauchen. So von der Idee her. Bevor ich das dann jetzt auf mehr Dateien mache und es dann am Schluss schnell gehen soll mit ganz vielen Terabytes von Daten und sonst irgendwas, sollte man sich mal kurz ein bisschen überlegen, welche Prüfsumme ist wofür wie gut geeignet, wie schnell geht denn das eigentlich. Das heißt, man kann einfach mal hergehen und sagen, wir lassen mal geschwind MD5-Summen laufen auf irgendwelche größeren Dateien. Ich weiß nicht, ob das groß genug ist. Mal gucken, wie lange braucht
0,13 Sekunden, das ist kein Benchmark. Also Benchmarks, die dich mindestens eine Sekunde brauchen, die taugen irgendwie nichts. Also gute Benchmarks laufen mindestens mal eine Minute, dass man halt irgendwas sehen und messen kann. Das ist alles Zufallszahl, was hier kommt. Dann machen wir halt einfach, wenn ich mehr Daten brauche, dann gehe ich zu meinen Fotos irgendwie und nehme den letzten Urlaub und suche mir da irgendein schönes Datum raus, wo ich noch nicht so viel pro Tag fotografiert habe. Mal gucken. 1,8 Sekunden, kann man das nochmal testen. 1,6 Sekunden, so um den Dreh rum. Und so die zweite klassische Prüfsumme, die es immer irgendwie gibt, ist nicht so laut. CRC 32 war immer so irgendwas, das. Wobei CRC 32 als Tool, glaube ich, im Default meistens nicht mehr installiert ist. Das ist. Früher hat man, ups, User, bin, oh. So, Perl, Archiv, ZIP, irgendwie habe ich das mal direkt suchen müssen, weil ich tatsächlich für unseren Hardware-Zeugs auch wieder CRC 32 gebraucht habe und überrascht festgestellt habe, ich habe das Binary ja gar nicht mehr. Aber zurück für was da gerade passiert ist. Das braucht jetzt knapp eine Sekunde, 0,9, 1,8 ist ein Faktor 2. Kann nicht wichtig sein, aber ob ich jetzt eine Stunde oder zwei warte, kann ganz praktisch sein. Ob man es dafür jetzt ernsthaft verwenden möchte, muss man sich überlegen. Also wo ich jetzt so ein bisschen hin möchte, Beispiel wird jetzt irgendwie erstmal nur mein Home Directory sein. Mit Find kann man jetzt einfach gucken, was liegt im Home Directory so alles rum. Ja. Und das Erste, was man auf jeden Fall machen sollte, ist, weil es mir ja nur um Dateien geht, Find, obwohl ich eine SSD habe, braucht auch ein bisschen Zeit, ist tatsächlich, beim zweiten Mal geht es schneller. Und man, also das sind 109.000, 1,09 Millionen Dateien, dachte ich da gerade. Und eigentlich interessieren mich nur die Dateien, die hier rumliegen. Also alles andere lassen wir gleich mal weg. Und dann sind es noch 970.000 Dateien oder sowas. Da gruseln wir jetzt mal ein bisschen durch und gucken mal. Ich habe 1 Million Dateien jetzt allein schon in meinem Home Directory liegen. Ohne Work-Verzeichnisse und sonst irgendwas. Diese CRC32-Prüfsumme, die Faktor 2 schneller ist, die liefert 32-Bit-Prüfsummen, das heißt so eine Zahl zwischen 1 und 4 Milliarden. Wenn ich jetzt 1 Million Dateien habe, die irgendwelche Prüfsummen machen, und ich habe 4 Milliarden verschiedene Prüfsummen, dann ist bei den 1 Million Dateien so 1 zu 4.000 schon, dass da irgendwas auch mal gleich aussieht und vielleicht doch nicht so gleich ist. Muss man mindestens im Hinterkopf behalten. Wenn ich das mache, dann würde ich sagen, ist nicht so ganz sicher, dass wenn jetzt die Prüfsummen gleich sind, die Dateien wirklich identisch sind. Kann aber schon sein. Kann man entweder noch mal anders nachprüfen, sonst noch was dazu machen. Oder man sagt gleich, okay, dann nehme ich gleich MD5, braucht nur einen Faktor 2. Das ist immer so ein Gedankenspiel, den man mithaben sollte. Wie gut ist die Hash wirklich? Jetzt finde ich das erstmal gar nicht schlecht. Was ich damals bei dem Kundenprojekt, wo ich mich daran erinnern kann, dann auch schnell angefangen habe, war zumindest in der Überlegung, Dateien sind nur dann gleich, wenn sie zumindest mal gleich groß sind. Ja, also sobald sich die File-Size irgendwie ändert. Weil wenn ich jetzt tatsächlich mein ganzes Home-Directory da mit der Prüfsumme durcharbeite, das ist schon ein bisschen CPU-Aufwand, die müssen ja alle gelesen werden. Und was ich ja auch mal machen kann, ist Find Home Directory Type F. Kriege ich erstmal nur die Namen, aber Find hat zum Beispiel die schöne Option -ls. Dann passt das nicht mehr auf die Zeile, weil davon zu groß ist. Da kommt unten die File-Size raus. Ja, und in früheren Zeiten mit echten Files hätte ich jetzt gesagt, jetzt kommen so meine schönen Shell-Tools und sowas. Ich hätte gerne die Filegröße und den Dateinamen. Das sind so die beiden. Und dann suche ich mir nur noch die Dateien raus, die die gleiche Größe haben und brauche bloß die vergleichen, weil wenn die Größe nicht stimmt, also weil die Größe auflisten, das geht halt unheimlich schnell. Und die Dateien, die es in der Größe bloß einmal gibt, die können keine Dupletten haben, die brauche ich schon gar nicht mit der Prüfsumme beargen. Und wie macht man sowas? Dann, wie gesagt, so das klassische Tool wäre bei mir AWK. Da muss man die Spalten mühsam zählen. Spalte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, wenn ich mich nicht verzählt habe. $7 müsste die Größe sein und Dollar irgendwo weiter hinten. Ah. Würde ich jetzt einfach sagen, in A könnte man sagen $NF. Number of Fields, das ist das letzte Feld. Gib mir die mal aus. Mal gucken, ha, da kommt eine Zahl und ein Dateinamen. Wenn ich das so mache, werde ich schon also mindestens einmal auf die Nase fallen, weil das letzte Feld nur dann das letzte ist oder der ganze Dateiname, wenn keine Leerzeichen drin sind.
Wie wer gestern da war, auch schon festgestellt hat, auch ich habe inzwischen Dateien von lieben Freunden, die Windows verwenden. Und in Windows hat irgendwie jeder Dateiname irgendwie ein Leerzeichen irgendwie drin. Es geht anscheinend kaum mehr anders. Und es sind gar nicht so wirklich wenige, wenn man guckt. Das sind also jetzt nur die Dateien, die bei mir Leerzeichen haben. Das sind schon 4.400 Dateien. Deswegen, aber also das ist dafür, geht relativ schnell, kann man gucken. Also so hätte ich jetzt eine Liste von allen Dateien, die fast richtige Dateinamen hat. Und das Find ist auch in ein paar Sekunden durch. Wenn man sich die Manpage von GNU-Find durchliest, also das Find-LS, das konnte Unix schon vor 20 Jahren. Was Unix vor 20 Jahren leider nicht konnte, ist, man kann, also Find hat man immer so normalerweise minus Print, gib mir das aus, was du gefunden hast. Wenn man es nicht hinschreibt, macht er das auch automatisch. Die neuen können auch ein Printf. Und da kann man dann in der Manpage nachlesen, da kann man jetzt so ein Printformat angeben, was er denn alles drucken soll und wie und so. Mit komischen Buchstaben und also Prozent S für die Size finde ich relativ. Und das andere war klar P für Pfad, Klein-P oder Groß-P weiß ich schon wieder nicht mehr. Und wenn ich das so mache, printet das alles ganz toll in einem riesen Wurst, weil man dann natürlich auch sagen muss, und macht noch ein Backslash N, ein Zeilenende dran. Ja, dann sieht es relativ hübsch aus. Und um es ein bisschen lesbarer zu machen, kann man ja auch ein Backslash T für Tab reinmachen. Dann ist es meistens die gleiche Speicher. Da kriege ich jetzt tatsächlich die Größen und die vollständigen Dateinamen, weil ich jetzt mich um Leerzeichen und sowas erstmal nicht kümmern muss. Für Spaß einfach mal gucken, wie lange braucht das jetzt? Weil man immer so, wie schnell bin ich denn am Schluss? Wenn ich es einmal durchgelesen habe, spielt meine SSD auch keine Rolle mehr, solange mein Directory-Cache, was ich jetzt brauche, um das Filesystem mit den 1 Million Dateien zu machen, irgendwie in meinen Hauptspeicher reinpasst, ja, weil Linux ja richtig schön alles im Buffer-Cache hält, also wenn man genug Memory hat, dann ist hier in diesen Cache-Bar von alles drin, der Dateiinhalt, aber jetzt erstmal die ganzen Directory-Zugriffe. Und beim ersten Mal hat ja das Find tatsächlich länger gedauert. Jetzt, selbst wenn ich auf die Größen gucke und ein Stat mache und von jedem einzelnen Datei immer noch sage, ein Stat, wie groß bist du, was hast du für Permissions und Zeug, dann kostet mich das insgesamt 2,3 Sekunden für 1 Million Dateizugriffe. Ist gar nicht so schlecht. Das, wie gesagt, das ist jetzt, würde mit einer Platte beim zweiten Mal gleich schnell gehen, wenn man nur genug Speicher hat. Das schnuckelige kleine Notebook hat 16 GB, das ist für so ein kleines Dateisystem noch kein Problem. Größere Dateisysteme, größere Speicher. Ja. Und, aber zum bisschen rumspielen ist dann schon immer gut. Man tut sich das mal in eine Datei ablegen. F wie Find-Ergebnisse. Wenn man mit dem jetzt ein bisschen machen muss, indem man 2,5 Sekunden warten. Wenn man das anguckt, was da so rauskommt. Größe. Und jetzt mit Tab getrennt sogar, wie praktisch. Die Dateinamen. So, und jetzt interessieren mich erstmal bloß die Größen. Jetzt will ich einfach nur die erste Spalte haben. Hätte ich früher auch wieder mit AWK, Printstuhler 1 gemacht. Es gibt ein anderes schönes Tool, CUT, spaltenweise rausschnibbeln. Habe ich merkwürdigerweise erst nach 15 oder 20 Jahren Unix kennengelernt. Obwohl es das auch schon immer gab. Das ist auch schon 30 und mehr Jahre alt. Mit CUT kann man sagen, es gibt irgendwelche Delimiters, zum Beispiel Doppelpunkt, also sowas. In EDC PassWD ist alles mit Doppelpunkt getrennt und ich hätte gern die Spalte 4, keine Ahnung. Und dann gibt er halt F Feld 4 und dann kann ich mir jetzt die Spalte 4 oder 5 irgendwas aus dem Passwortfile rausmachen. In vielen Dateien kann ich sagen, mache als Spaltentrenner ein Leerzeichen und nehme mir die Spalte 1. Jetzt für meine Find-Ergebnisse. Jetzt kommt wahrscheinlich, und schon wieder Feld 1, wichtig. Dann kommt alles. Weil ich jetzt im letzten Find hier nicht das Leerzeichen gemacht habe, sondern ein Tab-Zeichen. Und deswegen muss ich hier dann auch entweder sagen, mach mal Trennzeichen, Backslash T, Tab, irgendwas. Und hier darf ich kein Backslash T eingeben. Ah, okay. Dann mache ich auf der Tastatur ein Ctrl-V, T in der Shell. Ich möchte das Tab-Zeichen gequotet haben. Wenn ich nur auf Tab drücke, dann passiert erstmal nichts in der Bash. Aber jetzt ist da ein echtes Tab-Zeichen auf der Kommandozeile. Und dann kommen nur Nummern. Das mit dem Tab ist nicht schlimm, weil das ist der Default-Charakter. CUT von Haus aus denkt sich, Spalten werden mit Tabs getrennt, nicht mit Leerzeichen. Und deswegen ist CUT einfach, ich hätte gern das erste Feld, das sind genau die Zahlen hoffentlich. Ja.
Und wenn man sich nicht immer so durchblubbern möchte, ist Head ein ganz wichtiges Tool, so ein bisschen Daten in der Shell angucken, entweder Pipe nach Head oder nach Less, zum gucken, kommt da so ein bisschen was richtig sein. Die Gegenprobe fällt 2, was ist denn da drin? Das sieht aus wie ein Dateiname. Und das ist ab dem ersten Tab, so lange bis der Dateiname wieder ein Tab enthält, man weiß ja nie, was von Windows so alles kommt. Man kann sagen, Feld 2 bis Ende, dann habe ich, das wären wirklich alle Dateinamen komplett und richtig. Für die meisten spielt es keine Rolle. Spielt es eine Rolle für irgendwas? Ah, so, das kann man testen. Ich zähle einfach, wie viele Zeichen meine Dateinamen in der zweiten Spalte sind. Wenn man sowas wissen will, immer ein bisschen so Prüfungen drin machen. Mache ich das richtig? Habe ich alles? Ich mache das Gleiche nochmal von Feld 2 bis mehr. Es sind genau gleich viele Bytes, wenn ich das richtig sehe. Es scheint keine einzige Datei in meinem Dateisystem ein Tab-Zeichen zu enthalten. Das ist auch schon mal eine gute Nachricht. Ja, weil sonst wäre jetzt die Spalte 2 allein, wäre bloß der erste Teil von so einem Dateinamen ohne Tab, mit einem Tab. Und dann hätte die zweite Hälfte hinter dem Tab, hätte in der Ausgabe hier gefehlt, wo ich sage, mach nur das zweite Feld, was das Feld zwischen dem ersten und zweiten Tab ist. Und dann wäre da hinten noch mehr Dateinamen gekommen. Wenn beide gleich viele, WC-C, WordCount, zähl mal nur die Characters. Und wenn die beiden Zahlen gleich sind, dann war wohl nirgends ein Tab drin. Zweite Gegenprobe. Ich suche mir Ctrl-V, Tab. Zeilen mit dem Tab, da findet er auch nichts. Zwei Tests, ein Ergebnis. Okay, ich will nur die Zahlen erstmal haben. So, Zahlen. Ja, und jetzt will ich gucken, welche Zahlen sind wie oft und wie viel da. Dann sortiert man die halt mal irgendwie. Und damit man schön angucken kann, ist immer gut, man sortiert die numerisch, sind ja jetzt Zahlen. Solange die irgendwie sortiert werden, reicht mir das eigentlich völlig. Wir haben jetzt ganz, ganz, ganz viele Nullen. Und um das schön angucken zu können, also nur fürs Angucken jetzt NR oder minus N minus R, darf man beides machen, sortiert es numerisch aber rückwärts. Dann sehe ich die größte Zahl ganz oben. Und ja. Das ist aber beides ziemlich unübersichtlich. Das Sortergebnis wird viel übersichtlicher, wenn man sagt, sortiert numerisch und unique. Dann sehe ich, wie viele verschiedene Größen von Dateien in meinem Dateisystem rumliegen. Es gibt Dateien mit 0 Byte, mit 1 Byte, mit 2. Hinten raus wird es dann wahrscheinlich mal irgendwann, immer noch, ich glaube, fast alle Zahlen, wenn man so guckt. Naja, wenn man ganz nach hinten guckt, das sind dann also zwischen, keine Ahnung, 9 Millionen oder 90 Millionen. Wie viel ist das? Das ist immer ein bisschen mühsam. Da ist dann gut, man hat nicht mehr aus, dann kann man also das sind die 100.000 und das sind die Millionen, das sind also dann 9 Giga. Irgendwo liegt eine Datei mit 9 Gigabyte rum. Aha, die größte Einzeldatei. Auch nicht so richtig praktisch, aber das zweite Lieblingstool von mir, also Sort-U sehe ich die verschiedenen Größen, aber jetzt sehe ich ja gar nicht, wie viel sind da gleich und sonst irgendwas. Und dafür ist ein wunderschönes Tool Unique, also nicht mit U hier. Ich könnte auch nur Unique sagen, dann tut er wieder... Jetzt kommen ganz viele Nullen, ganz viele Einbyte-Dateien und irgendwie. Mit Unique tut er die wieder zusammenfassen, was Sort-U auch macht. Aber auch nach vielen 10 Jahren habe ich gelernt, Unique hat eine Option minus C. Manpage lesen, Bilder, da bin ich irgendwann drüber gestolpert. Und dann tut er die wieder zusammenfassen, gibt aber mit minus C einen Count aus. Mal gleich mal genauer angucken, was das... Ach so. Naja, weiß ich nicht, was ich sehe. Aber da steht jetzt im Wesentlichen drin, ich habe 37.000 Dateien mit der Größe 0. Das überspringen wir mal kurz. Ich habe 251 Dateien mit 1, was mir ziemlich wenig vorkommt. Und ich habe 1500 Dateien mit Größe 8 und eine Dateilänge 20 ist sehr beliebt. Fragt mich nicht. Allein schon da angucken, könnte man jetzt dann so ein bisschen Statistik machen und überlegen, warum Dateien mit 20 Byte so richtig groß sind. Wenn einen das näher interessiert, dann kann man ja mal gucken, welche Dateien sind denn das. Die Brutalversion ist jetzt natürlich, das, auch sowas kann man Feind fragen. Feind kann man auch sagen, ich hätte gern die Dateien mit Größe irgendwas. Wobei das normale Feind die Größe immer in Blöcken, meistens 512 Byte-Sektoren macht. Ich will aber jetzt genau die mit 20 Bytes haben. GNU-Feind kann sagen, mach die mit 20 Characters. Genau und nur die und... Ah... Okay, dann weiß ich, warum so viel ist. Aber da blubbern so alle möglichen lustigen Dateinamen rum. Da oben war auch das. Ja. Unter anderem ganz viele GZ-Dateien.
Und wenn ich die auspacke mit Z-Cut, da habe ich jetzt irgendwas vertippt. Eine so 20 Byte große Datei, ich zeige es gleich mal. Dann kommen da genau 0 Byte raus. Wenn man eine 0 Byte große Datei zippt, kommt immer eine 20 Byte große Datei raus. Ist irgendwie so. Der ZIP-Header ist 20 Byte und deswegen habe ich halt irgendwie jede Menge 0 Byte Dateien, wenn ich irgendwie 20 Byte Dateien, weil ich mal ganz viele 0 Byte Dateien gezippt und ich weggeschmissen habe. So kann man Plattenplatz auch voll kriegen. Okay, was ich jetzt tatsächlich nicht verstanden habe auf die Schnelle ist, mal gucken, ob wir das jetzt gefließentlich überspringen, was in meiner komischen Liste drin ist, wo dieses Echo-Zeug herkommt. Es gibt einen, das ist immer der Count und was er sortiert. Ah, ich habe numerisch sortiert und irgendwo ist die Zahl 1 und das sind verschiedene Repräsentationen der Zahl 0. Echo, bla bla bla, wenn ich das numerisch sortiere, ist 0. Und deswegen ist das ganz vorne. Und warum das da ist, kann ich natürlich jetzt auf die Schnelle noch nicht sagen. Sieht komisch aus. Könnte man jetzt in der Liste nachgucken, kann ich. Crap. Echo, Leerzeichen, was steht in meiner komischen Dateiliste drin? Die steht drin. Aha. Und wo steht das? Echo. Mittendrin. Ah, das ist Teil dieses Datei. Oh mein Gott. Ja, man, Strick ist immer, wenn man sich so anguckt, wie so ein Logfile dann wirklich aussieht, muss man ja verstehen, da ist ein Auto lustiges an. Das ist die Größe und das ist der Dateiname. Das heißt jetzt wirklich, der heißt Chinese, viele Leerzeichen, Manual noch mehr Leerzeichen. Was habe ich denn da installiert? Und hier, der Dateiname fängt hier auf, Home Harald, ich suche ja nur in Home Harald und der Dateiname hört hier hinten auf. Da sind zwei Zeilenenden in diesem Dateinamen. Ja. Und in dem Output-Format ist es halt jetzt ein bisschen blöd gelaufen. Die hat zwar 0 Byte und dieses Echo und dieser Rest gefrickelt kommt als eine Datei Fragezeichen mit 4 Byte vielleicht. Wollen wir gar nicht drüber nach. Also es gibt so ein paar Falsch-Positive, über die kann man auch mal suchen und sich nicht dann Gedanken machen, wie finde ich die. Wollen wir jetzt einfach mal ignorieren. Aber wissen wir wenigstens, wo diese komischen Echos in der Liste. So, wenn es guckt, jetzt habe ich zum Beispiel 251 Dateien, die genau ein Zeichen haben und mit minus groß n oder less minus groß n kann ich mir die Zeilenzahlen anzeigen lassen und ich habe insgesamt 126.000 verschiedene Dateilängen in meinem Dateisystem. Ja, das ist schon ziemlich beachtlich eigentlich. Aber mich hat es überrascht. Waiting, nein, wieder zurück. Und davon allein zum Beispiel 20.000, also 126.000 verschiedene Längen und allein 20.000 Mal sind so 20 Byte-Dateien. Aber was mich ja eigentlich interessiert, wie viele Dateien haben unterschiedliche Längen? Das sagt mir die Liste zunächst mal nicht, das sagt mir bloß, wie viele unterschiedliche. Aber wenn ich nochmal das Original angucke. Nein. Doch. Unique-C. Ich zähle immer, wie oft kommt da irgendwas vor. Das ist die Anzahl von, wie oft die Länge kam. Und was mich eigentlich interessiert, ist tatsächlich, wie oft steht hier eine 1. Diese Anzahl von Längen sind eindeutig. Also das Echo, wir ziehen wieder 2 ab für die ersten beiden Schrottsachen da oben. Aber eigentlich interessiert mich hier genau erstmal nur, wie oft steht da eine 1 drin? Leerzeichen davor, Leerzeichen dahinter, muss das die Länge sein irgendwie, bis auf komische Schrott, irgendwelche Sachen mit Echo da hinten dran. Und wenn wir uns die Liste angucken, die erste Dateigröße, die es nur einmal gibt, von den kleinsten, die kleinste Datei, die es nur einmal als Dateigröße gibt, 7627 Byte, bis die 9 Gigabyte, die gibt es auch nur einmal, das finde ich beruhigend. Wenn ich Zeilennummern einblende, sind es nur 57.000 verschiedene Dateigrößen, die es genau einmal gibt. Von 1 Million. Das hat mich sehr überrascht. Ja, also ich habe wenig Zeug so bewusst doppelt liegen. Das heißt, das bedeutet zumindest, wenn ich jetzt hergehe und sage, das mache ich zum Optimieren,
dann lohnt sich es vielleicht gar doch nicht so arg, vielleicht lohnt sich es aber doch, weil natürlich die, zum Beispiel die 9 GB gibt es wirklich nur einmal und das sind so die hintersten großen 9 GB, 4, das sind schon 20, 30 irgendwas Gigabyte, die ich nicht lesen und eine Prüfsumme machen muss. Ich bin jetzt im Hotelzimmer noch nicht dazu gekommen, auszuprobieren, wie viel allein die Top 10, 20 in der Größe sind. Aber das sind so Gedanken, die ich dann immer mache, wie messe ich, teste ich irgendwas, bin ich auf dem richtigen Pfad. Die Zahl hat mich sehr überrascht. Ich hätte viel mehr Dateien erwartet, die es von der Größe her genau einmal gibt, und dass ich viel mehr ausschließen kann an Anzahlen von Dateien. 50.000 von einer Million, das sind 5%, das fand ich überraschend wenig. Da werde ich mal noch rauskriegen, warum das so ist und ob ich tatsächlich so viele Dupletten habe. Werden wir ja nachher vielleicht ein bisschen sehen, dass das daran liegt, dass alles mindestens zweimal kommt. Ah, wir können gucken, wie viele Dateien gibt es genau zweimal. Das ist minus n, das, aber dann hat es damit erstmal auch genug. Denk, genau zweimal gibt es nur 20.000. Und wenn ich da ein Histogramm drüber haben möchte, in der ersten Spalte steht eigentlich immer drin, also mal gucken. Cut. Jetzt weiß ich nicht, ob da hinten Tab, nee, kommt eigentlich kein Tab. Wenn ich sagen würde, ich hätte gern das erste Feld nur, mal gucken, dann kommt da wahrscheinlich ganz viel, ja, weil es keine Tabs drin hat, deswegen muss ich sagen, wenn ich jetzt Delimiter Leerzeichen mache und dieses Leerzeichen haben möchte, dann ist das Problem, hier vorne hat es auch Leerzeichen, das sind unterschiedlich viele. Und das Cut arbeitet wirklich auf Zeichenbasis, wenn ich sage, ich möchte als Trennzeichen das Leerzeichen und das hier sind 6 Leerzeichen, dann ist das da hinten schon die 7. Spalte. Das ist der Vorteil wieder von AWK. Aber was man im Cut auch sagen kann, ich hätte gern zum Beispiel minus C Charakter, ich hätte gern nur die ersten 8 oder 9 oder 10 Spalten. Wenn ich 10 mache, kann man mal kurz prüfen, dann vermute ich, dass die erste Ziffer, oh, 2 Ziffern von hinten noch vom Dateinamen zu was kommen. Deswegen mache ich C bis 8. Dann passt das schon. Jetzt kommt nur noch die Anzahl, wie viel es irgendwas gab. Die kann ich ja dann mal wieder numerisch sortieren und dann kann ich wieder zusammenzählen, was es wie oft gibt. Wird immer sehr gerne gemacht. Ja, wir machen immer mehr Datenmining nur mit Sort und Unique und irgendwas. Und diese Tabelle sagt mir jetzt, 57 Dateien gibt, Dateigrößen gibt es genau einmal. Das war die erste, die sind 19.000, gibt es genau zweimal. Dateigrößen, die genau dreimal auftreten, sind 10.000. Also es wird zumindest weniger. Das ist das, was man ja so naiv erwarten würde. Je häufiger sowas ist, desto seltener wird es. Und es ist kein so ein richtiger Ausreißer dabei. Also das ist wieder so eine Art Statistik, die man irgendwie doch wieder erwartet hätte irgendwie. Und ganz hinten raus, es gibt... Was ist das jetzt wieder? Oh, nachdenken. 57.000 Dateien. Größen, die es einmal gibt. Und es gibt einmal... Ah, ich habe einen Knoten im Hirn. Gibt es doch nicht. Es gibt eine Dateigröße, die... Ja, ist doch so. Es gibt eine Größe, steht nicht drin, welche. Das muss man jetzt wieder hier vor dem Cut gucken. Eine Größe, die es 37.000 Mal gibt, ja, die haben wir vorher schon mal gesehen. Das ist nämlich die Größe 0. Die kommt tatsächlich 37.000 Mal vor, weil es numerisch sortiert ist. Also ich habe immer noch 37.000 Dateien rumliegen, die 0 Byte groß sind. Und dann nochmal 20.000, die ich komprimiert habe und dadurch 20 Byte groß wurden. So. Ob sich das so richtig lohnt, mit die mit einem Byte auslassen oder nicht, da kann man jetzt drüber nachdenken. Jetzt, wo ich sehe, dass da so viele Gigabytes rumliegen, kann man sagen, ja, lohnt vielleicht doch. Lass uns das mal ausprobieren. Weil die andere Methode wäre gewesen, okay, ich nehme einfach alle Dateien, mache mal eine Prüfsumme drüber, also Teil 2 ist dann. Ob es an den Größen liegt oder nicht, muss man drüber nachdenken. Wenn ich jetzt eine spezielle, also sonst könnte man tatsächlich hergehen, mal wieder die Dateiliste angucken. Jetzt kann man in zwei Richtungen weitermachen. Also entweder ich pick mir jetzt irgendeine Größe raus und sage, ich gucke mir jetzt einfach nur die Dateien an mit 3669 Byte. Da habe ich jetzt alle Dateien drin. Und wenn man das dann richtig suchen möchte, muss man jetzt sagen, fang mal am Zeilenanfang an und nimm die Zahl und dann muss ein Leerzeichen danach kommen. Ah, da kommt kein Leerzeichen, sondern ein Tab. Das war die Liste mit den Tabs. Sie sind überrascht, ich bin es auch. Da ist was drin.
Und wenn ich grep suche, sag mal bla 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 backslash t, findet er nichts. Wenn ich jetzt hier einen Tab wieder eintippe, so was ihr nicht sehen könnt, Ctrl V, Ctrl I oder Tab, dann findet er Sachen mit zumindest drei Freuden von grep. Und wenn ich jetzt da noch ein Dächlein davor mache, suche am Zeilenanfang, dann sind es nur die Dateien, die genau diese Größe haben. Aber das mit dem Backslash T funktioniert nicht. Und warum funktioniert das nicht? Weil grep solche Backslash T, Backslash N erstmal nicht kann. Dafür gibt es entweder wieder egrep, auch nicht. grep-e, das sind Perl-Extension. Dann liest man die Manpage durch, wie diese Sachen da reinkommen oder tippt es richtig. Interessant. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Okay. Das heißt, ich könnte jetzt zum Beispiel hergehen und wirklich mich durch so eine Größenliste durchmachen. Die haben wir ja sortiert. Ich suche jetzt nur die Dateien für 3669 Byte. Das sind ein... Oh, okay. Sonst bei Zwischenfragen einfach laut sein, dann kriege ich das vielleicht mit. Die 41 Dateien sieht jetzt so aus. Das heißt, ich könnte jetzt hergehen, mir... Da ist ein Tab drin. Das heißt, ich kann mir jetzt vorne die Nummern wieder wegschnibbeln und sagen, ich hätte gern die Spalte 2 bis Ende, falls da Tabs in Dateinamen drin sind. Ah. Und dann, wo wir gestern auch schon waren, da gibt es das tolle Tool xorgs. Nimm mal die Dateiliste und lass das mal auf irgendeinem Programm los. Zum Beispiel, da finde ich immer ganz praktisch zum Debuggen, was passiert denn, klappt das, sind die Dateinamen gut und richtig. Mein erstes Testprogramm für xorgs ist einfach ls-l. Und ganz gerne auch mit der Option minus D. Und pack jetzt mal die ganze Dateiname auf die Kommandozeile da hinten mit drauf. Das minus D deswegen, wenn da jetzt zufällig mal in der Namensliste ein Directory drin ist, dann würde man immer den Inhalt von dem Directory auflisten, was ich ja jetzt weder will noch brauchen kann. Deswegen ist es, und dann vielleicht ganz viel Output kommt, der mich wieder nur verwirrt. Das heißt, wenn man mit xarg so eine Dateinamensliste testen will, und vielleicht sogar bewusst Dateien drin sind, jetzt müssten es ja eigentlich falsch sein, wenn ich nicht falsch gemacht habe, dann geht man einfach mal her, lässt es da rein. Das sieht schon gar nicht so schlecht aus. Wenn die Liste lang ist und es durchläuft, weiß man nicht. Ein guter Test ist jetzt, den Output einfach wegschmeißen oder durch Wordcount laufen lassen. Weil dann sieht man plötzlich, ob irgendwas schiefgegangen ist. Ja? Weil sonst, wenn das so durchläuft, sieht er ja gar nicht, ob da irgendwo ein Fehler war. Ich sehe keinen Fehler, weil der schon oben im Bildschirm rausgerutscht ist. Aber wenn man den eigentlichen Erfolgsoutput, ich konnte ein Listing machen, dann merkt man, bei ein paar Sachen ging das nicht richtig. Das heißt, einmal bla 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 home irgendwas. Das heißt, das xarg geht jetzt nicht auf alle 41.a. Weil WC auch sagt, wenn man genau hinguckt, ich habe 40 Zeilen bekommen mit 360 Worten und es waren aber 41 Dateien. Irgendwas ist schiefgegangen und zwar genau mit der Datei. Wenn man anguckt, was da kommt, jetzt wissen wir ja, ein Bruchstück von dem, was nicht so tut, bla bla home oder dongle irgendwas oder so, dann gucken, ja, ist egal. Und dann sieht man halt, da ist wieder mal ein Leerzeichen drin und da ist noch ein Leerzeichen drin. Und wenn ich halt, ja, sowas kann ich wieder Maus ausprobieren, wenn ich halt jetzt ls-l, dann sind es halt drei einzelne Worte und dann sagt er, den ersten Teil kenne ich nicht, den zweiten kenne ich nicht, den dritten kenne ich nicht. Und mit etwas mehr Pech hätte ja das hier jetzt ein Verzeichnis sein können, das mit dem Leerzeichen aufhört oder sowas. Dann hätte er hier jetzt statt No Such File or Directory sogar gar wusch den ganzen Inhalt von diesem Verzeichnis, wenn es eins gewesen wäre, gemacht. Ja? Diese Suchbefehle, die würden nicht automatisch, sage ich mal, gezippte Dateien, zum Beispiel, wenn ich einen Ordner hätte und so mit vier Dateien, dann würde ich hätte den als Archiv gezippt. Das würde nicht automatisch durchsuchen, sondern die Frage war, wenn ich jetzt so die Suchbefehle mit Find zum Dateien suchen, ob das auch oder ob das nicht in ZIP-Dateien die Inhalte anzeigt. Ne? Das, also ist halt Find ist so ein ganz steinaltes, genauso wie ls-l, Directory Listing, steinaltes Unix-Kommando, das wirklich die Dateien im Filesystem anzeigt. Und wenn da jetzt noch nicht, also, Moment. Also wenn es um einzelne Dateien in einem ZIP-File geht, also wir können ja mal kurz eins anlegen, ZIP, Folien und hier, das sind die Folien von gestern, das schmeißen wir in den ZIP-File rein, ja. Da liegt jetzt dieses gerade neu gezauberte Folien.zip. Wenn man jetzt vorstellt, ls-l oder sowas würde mir jetzt jedes Mal den Inhalt von so einem Ding anzeigen. Wenn ich ein Directory-Listing mache, wäre das, glaube ich, nicht, dass man wirklich haben möchte. Ja, also früher gab es noch kein ZIP. Und es würde das jetzt total unübersichtlich machen, weil ich will ja sehen, was hier drin liegt und nicht.
genauso, ja, ob das jetzt in dem ZIP-File-Dateien sind oder diese Unterverzeichnis, da könnte man sich vielleicht noch wünschen, wenn man sagt, mach Unterverzeichnis, dass es so eine Rekursion auch in so einen ZIP-File reingibt. Macht nicht ZIP, er macht nicht das Kommando ls und nicht das Kommando find, und mir fällt auf die Schnelle auch nichts anderes ein, wo man ein Directory Listing bekommt, wo ZIP-Dateien, die rumliegen, automatisch mit, also aufgelistet werden, wie wenn sie Unterverzeichnisse wären. Wäre vielleicht mal eine lustige Idee, gebe ich zu. Wobei dann, wenn man drüber nachdenkt, schon wieder ist, ja, es gibt ZIP-Files und es gibt RAR-Files und LHA und 7-ZIP und tar.gz und tar.blub. Und manchmal heißen die ja gar nicht so, wie das, was dann ist. Ja, dann heißen die .pits, weil nur als .pits gehen sie durch eine Firmenfirewall durch, weil ZIP-Files ja so böse sind. Oder sie heißen wirklich Text und sind trotzdem ZIP. Dann muss ich reingucken. Weil, also das artet ziemlich aus, wenn ich das automatisch mache. Wäre natürlich auch mal nett. Man muss das Shell-Skript bloß ein ganz kleines bisschen erweitern, ja, und diese rekursive Suche, ich kann jetzt wirklich hergehen und einfach sagen, also wenn es mir nur um die ZIPs ging, ja, dann suche ich mir alle ZIPs und gehe da dann irgendwie while read zip do, ich habe es gesehen, ich melde mich gleich an zip $zip. Wenn ich das mache, dann kommt halt eine Flut von ZIP-Inhalten, wo ich nicht so richtig weiß, na, die ich auch kaum mehr bremsen kann. An dem Output wäre jetzt ziemlich blöd für mich, erstmal, wenn ich so drüber nachdenke. Replay. Oh. Habe ich. Ah, halt. Ich habe eins ausgepackt. Ist egal. Kann ja mal passieren. ZIP-Listing, glaube ich, hätte ich machen wollen, ja. Jetzt sehe ich den aber auch nicht so richtig an, wie es geht. Dazu könnte man jetzt noch sagen, okay, ich nehme den Output von dem ZIP, dafür haben wir ja Shell-Tools und sowas, und mach mal, zumindest damit ich weiß, wo es herkommt, SED, Stream-Editor, ich kann da jetzt in dem Output von ZIP, was da kommt, am Zeilenanfang einfach mal ZIP, $ZIP, den Namen, und dann sollte ich das in doppelte Gänsefüßchen machen. Wenn ich sowas treibe, habe ich wieder falsch gemacht. SED, Suche und das. Ich mache ein Unzip-Listing auf eine ZIP-Datei und suche den Zeilenanfang und ersetze es durch. Nein, ich will das im Stream haben. Das habe ich jetzt noch nicht so ganz verstanden, was ihm da Kummer bereitet. Dann tun wir mal den normalen Output, der gut ist, wegschmeißen. Ah, wenn da böse Zeichen drin sind. Unzip cannot find. Also erstens mal, wenn da böse Zeichen drin sind, hatte ich auch gestern schon immer mal, man muss immer um alle Shell-Variablen, da sind ja eventuell Spaces drin, und das ging beim ls-l ja gerade auch schon schief. Find-name-zip kippt nur den Dateinamen, und dann lese ich die Dateinamen und mal gucken, ob es so besser wird. Wenn man in einer, also ja, Kommentar ist, wenn man SED-Option I für In-Place-Editing, das macht man dann, wenn man in einer Datei was editieren möchte. Aber ich will jetzt gar nicht in Dateien editieren, sondern einfach in dem Output, den ich hier gerade so erzeuge. Ja, das Unzip liefert das Listing, und ich würde jetzt in jedem Zeile von dem Listing ganz gerne am Zeilenanfang noch den Dateinamen vorne hinschreiben mit Doppelpunkt. Na, es geht ja, also SED wird sehr oft, braucht man hinten, muss man da so ein G mit angeben, macht das mehr wie einmal. Aber da das, was ich ersetzen möchte, ja Dach, nur am Zeilenanfang. Mach am Zeilenanfang, genau, und den Zeilenanfang gibt es wirklich nur einmal. Deswegen brauche ich jetzt kein G. Da hakelt es Fehlermeldungen, die ich jetzt. Und da wollte ich nicht hin. Wenn man es gar nicht versteht, dann kann man ja mal anzip. Dann schreibt man einfach mal ein Echo hin. Mach mal nicht das Kommando, sondern zeig mal, wie das Kommando aussehen würde. Da kommt jetzt der Output in Echo. Der Echo interessiert sich nicht, was von Standard-Input kommt. Und mal gucken, was er denn da sagt, was für ein SED-Kommando das ist. Ach. Und wenn einen dann interessiert, was das Echo ausgeben hätte, sollte man es nicht in WC reinpipen, sondern sollte sich das wirklich mit Less zum Beispiel angucken. Suchen und. so. Das ist das, was ausgeführt wird. Wem fällt was auf? Ja,
Ja, das SED hat halt alles, was seine Tücken und Krankheiten. Das SED suchen und ersetzen funktioniert so, nimmt das erste Zeichen nach dem Suchmal. Da macht man klassisch immer so ein Slash hin, Suchmal Harald oder setzt mal durch Martin. Ja? Dann sage ich da gesagt, such mal den Zeilenanfang oder setzt mal durch den Dateinamen. Dateiname heißt aber Home Harald, irgendwas mit ganz vielen Slashes. Und da kommt da ganz viele Slashes rein, die er dann irgendwie durcheinander bringen. Ganz blöde Idee, da Slashes zu nehmen. Jetzt müssen wir ein Zeichen ausdenken, das da nicht drin vorkommt. Also was oft, was nicht so wahnsinnig oft vorkommt, sind dann so Gartenzäune, ein Hashzeichen könnte sein. Man muss ein bisschen raten. Man könnte jetzt einmal durchkreppen, kommt hier wirklich. Ah. Ja. kommt da wirklich nur was? Also, es wird nicht so oft passieren. Also, irgend sowas zum Beispiel, der ist schon viel besser. Ah, suchen und ersetzen, nehmen wir mal, dass das gut geht. Es geht zumindest nur um die Idee. Echo wieder weg. Output wieder hin. Ah. Ja, ja, bla bla bla. Dateiname, Doppelpunkt. Und dann hätte ich mal die Informationen in der Datei sind, die Unterdateien und sowas. Und jetzt kann man den Rest zwischen den Rausschnibbeln machen und so weiter. Also das behandeln wie Unterverzeichnis von blubber.zip. Ja, jetzt wenn ich den hier einfach dieses ganze Zeugs durch ein Slash ersetze, dann sieht es so aus, das ist mein Verzeichnis in Anführungszeichen, da sind die Sachen drin und dann könnte ich das eh nicht behandeln und die Datei, Und die Größeninformation, die mir so wichtig war, wäre ja auch schon da. Wollen wir jetzt aber weglassen. Aber könnte man sich vorstellen, und dann mache ich das für Anzip und für Rau und Tau und Schnickschnack und irgendwie. Und nächster Vortrag nächstes Jahr. Du hattest noch eine Frage? Oder ich hatte nur einen Vorschlag, da wir ab und zu mal in Leerzeichen so ein Tab-Problem reinlaufen, einfach blind 0 bei den Pfeilen zu nehmen. War ein Vorschlag, wie man über diese Leerzeichenprobleme hinwegkommt. Da kommen wir jetzt gleich auch noch dazu, wenn man die Nase mal voll hat und weiß, was geht. Also das mit Inhalten von ZIP-Dateien lassen wir jetzt erstmal weg. Ist schon interessant genug, ob ich rausfinde, ob die gleiche ZIP-Datei 10-mal irgendwo rumliegt. Wenn wir da schon hingekommen sind, bis wann? 3/4, glaube ich, gell? Nee, 16:30, oh. Müssen wir uns eh sputen. Deswegen zurück. Ich will keine ZIP-Dateien haben. Zip, 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 zip. Da waren wir. Ah, das war, da waren wir eigentlich bei dem ersten Problem angekommen, genau, was jetzt, da hat es Leerzeichen und andere böse Zeichen und sowas drin. Und es ging um die Datei, das ist das Gleiche, wenn ich jetzt sagen würde, find von in meinem Home Directory minus size, hatte ich vorher schon mal, 3996, 3669, doch, richtig getippt, Character, kriege ich wieder die gleiche Liste wie dieser einen Datei mit den Leerzeichen. Das heißt, wenn ich da xargs mache, geht es wieder gleich schief. Keine große Überraschung, aber tippen wir es mal schön, ls-ld. Mach ein Listing und guck mal, wie viele Zeilen da kommen und sowas. Da gibt es wieder einmal hoffentlich eine Datei mit Fehlermeldungen und 40 richtige. Find bietet da eine Möglichkeit, nicht Print, sondern Print 0 zu sagen. Dann gibt er die Sachen nicht mehr mit Zeilenenden aus, wie man das so schön lesen kann, sondern macht statt dem Zeilenende hinter einen 0-Byte dran. 0-Byte ist total prima, weil das in dem normalen C-String eh nicht vorkommen kann. C sind so Strings implementiert, das hört mit dem 0-Byte auf und fertig. Deswegen kann es auch unter Garantie nicht in einem Dateinamen vorkommen, weil bei dem 0-Byte der Dateiname aufhören würde. Das ist schon mal ganz gut. Und dann muss man dem xargs eben sagen, jetzt kommt die nicht mehr mit Zeile für Zeile und packt die mal hintereinander auf so eine Kommandozeile, sondern nicht minus n, sondern minus eine 0. Macht das 0 terminiert. Und wenn ich das mache, dann verschwindet die Fehlermeldung von diesen drei Dateinamensfragmenten und es sind 41 Output-Zeilen. So muss man damit, dann hat man diesen ganzen Schrott mit Sonderzeichen und sowas nicht, dann packt er das schön Dateiname für Dateiname auf diesen Kommandozeilenaufruf von ls und alles andere ist kein Problem, weil das ls direkt aufgerufen wird mit den richtigen Dateinamen. Gänsefüßchen, all so ein Zeug spielen da keine Rolle, weil keine Shell involviert ist. Und damit kann man jetzt schön, also entweder find oder jetzt habe ich aber hier schon meine Liste ja gemacht mit Leerzeilen und sonst irgendwas. Da kommen Zeilen raus, ich kann es jetzt gar nicht ändern. Aber ich kann jetzt hier sagen, ersetzt mir doch mal die Zeilenenden, dafür gibt es ein anderes tolles Shell-Tool, nämlich tr.
durch 0 Bytes. TR, wenn ich es einmal kurz zeigen, wird meistens so verwendet, ersetzt mal die Zeichen groß A bis Z durch klein A. Man kann so Listen von Zeichen angeben und sowas teste ich immer ganz gern. Oh, irgendjemand ist wieder auf Caps Lock gekommen, ist egal für den Test. Alle Groß A bis Z wird durch Klein A bis Z ersetzt und sowas, ja, oder ich könnte es dann auch andersrum drehen. Das heißt, man kann so einfach Listen angeben. Wenn da Leerzeichen drin sind, gänzlich noch, aber tu die erste Liste durch die zweite Zeichen, das heißt A, Klein A durch Groß A, Klein B durch Groß B und sowas. Man kann auch sagen, mit minus D, jetzt muss das Caps Lock wirklich raus, lösch mir mal Delete alle Zeichen außer Klein A bis Z, da bleiben nur die Großbuchstaben übrig. Oder lösche mir die Großbuchstaben, lasse die kleinen übrig. Und man kann auch irgendwie das Komplement von irgendwas. Also lösch mir nicht Groß A bis Z, sondern alles außer Groß A bis Z. Er löscht alles außer Groß A bis Z, aber jetzt sehe ich gar nichts mehr. Er hat wirklich alles außer Groß A bis Z gelöscht, auch das Zeilenende. Das heißt, er hat dann am Schluss irgendwo, er steht mit dem Cursor hinter dem N und dann kommt mal ein Prompt und geht an Zeilenanfang und überschreibt das alles. Aber wenn man manchmal keinen Output kriegt, dann liegt es entweder daran, dass es keinen Output gab oder dass man sich den Output doch lieber immer in Less angucken sollte. Und dann sieht man im Less, ah, da kommt ja was. Das Less verrät einem ja nicht, leider, oder man macht einen Word Count. Und auch WordCount sagt mir, ich habe da 10 Zeichen bekommen, ich habe ein Wort, 0 Zeilen, es war kein Zeilenende dabei. Also wenn plötzlich gar nichts auf dem Bildschirm auftaucht, kann es an solchen Sachen liegen, wenn es nur fast eine Zeile war. Aber das macht TR. Und deswegen, nein, Feind, da wollten wir jetzt das grep wieder haben. Grep, ja. Also TR, halt. Das Zeilenende durch Backslash 0 ersetzen. Und dann können wir xargs minus 0, jetzt ist es eine 0 terminierte Dateinamensliste, ls-ld. Ah. Und jetzt kommen wieder keine Fehlermeldung raus. Das heißt, damit kann ich mir irgendwelche Sachen da rauskrabbeln und sagen, und jetzt mach mal statt ls-l, nachdem ich es endlich geschafft habe, sagen, mach irgendeine Prüfsumme drauf. Und jetzt kriege ich so eine Prüfsummenliste von ganz vielen Sachen und jetzt kann man die wieder sortieren. Ja, jetzt habe ich von den Dateien, die alle gleich lang sind, halt Sort, gleiche Name. Und ja, hier sieht man schon, so mit bloßem Auge. Aber bloßes Auge ist jetzt wieder total kompliziert. Deswegen kann man jetzt entweder wieder erst hergehen und sagen, schnippel bei mir dann die ersten 8 Zeichen raus. Cut mit T. Dann habe ich nur die Prüfsummen. Dann sortiere ich die wieder mal. Ah, die waren schon sortiert. Man kann gar nicht oft genug sortieren. Dann mache ich wieder Unique mit den Anzahlen. Und jetzt interessieren mich entweder die mit der 1 nicht oder ich sortiere es einfach nochmal. Dann sind oben, was es nur einmal gibt, ist oben und unten merke ich, ja, 2, 3, 5. Ah, es gibt mehrere Dubletten, die es zweimal gibt und einmal sogar 5-mal. Wenn mich jetzt interessiert, welche, kann man jetzt wieder so von Hand einmal schön probieren, bevor man das wegschnibbelt. Bevor man, ah, hier, Crepe. Mache ich mal eine so die Prüfsumme und suche die mal und das sind die beiden Dateien. Temp 132 in Temp 164. Haben die gleiche Prüfsumme und die gleiche Dateigröße. Ja. Ja. Das heißt, damit habe ich jetzt, wenn ich es richtiger haben wollte, na, das war gut, ich schnibbel die, na. Um das mit dem Unique zu machen, habe ich jetzt hier wieder nur die Prüfsumme weggeschnippelt, weil das sonst mühsam ist. Wenn man die Manpage von Cut weiterliest, kann man auch sagen, minus C bis 8 und es gibt eine Option, die schon wieder nicht mehr weiß, wie sie heißt, aber dass sie da ist, dass er, Quatsch, nicht Cut, Unique, sorry. Dem Unique kann man sagen, vergleich mal die Dateien, aber vergleich einfach nur die ersten 8 Zeichen. Das heißt, ja, wenn er dann, wenn ich sage, mach mal hier, Sort, Unique, minus C, zähl mal, wie oft das ist.
mit den Dateinamen sind die alle eindeutig, da kommen lauter Einser raus, das ist langweilig, aber wenn ich dem sage, minus W8, vergleiche immer nur die ersten 8 Zeichen, dann sehe ich hier schon wieder drin, es gab 5-mal den hier und ich habe zumindest einen Dateinamen übrig. Blöderweise hat er immer noch aus den 5 Zeilen eine gemacht, er lässt die erste übrig, deswegen ist es so bedingt, aber ich sehe mal zumindest einen von den Dateinamen, die gleich sind. Wenn ich alle 5 haben möchte, geht es mit Unique allein leider auch nicht. Deswegen kann man jetzt, also wenn man tatsächlich dann wissen will, wo man hingeht, kann man also entweder Unique-W8 oder das vorher wegschnippeln, das ist, hilft nicht richtig viel. War dann vorher fast besser. Also vielleicht doch wegschnippeln. Also je nachdem, wenn man es von Hand und sehen möchte, also eine von den 5 ist die hier, kann es ja ganz praktisch sein. Ansonsten die Unique-ID, also nur die Prüfsumme abschnippeln, sortieren, gucken, wie viele sind das. Das sah dann so aus. Davon schmeiße ich jetzt alle wieder mal ganz schnell weg, die nur einmal da sind, weil die Prüfsumme gibt es einmal, ist langweilig. Jetzt habe ich eine Liste von Prüfsummen, die es mehrmals gibt. Und jetzt muss ich tatsächlich einmal durch, jetzt brauche ich die gleiche Prüfsummenliste nochmal, ohne dass ich die vorher weggeschnippelt habe. Ja, bis hierhin habe ich alle Informationen. Habe die Prüfsummen, habe die Dateien und sowas. Und wenn ich mir die jetzt mal in der Zwischendatei speichere, da stehen jetzt alle Dateien mit Prüfsummen drin. Und jetzt kann ich hier, kriege ich eine Liste von Anzahlen, interessiert mich jetzt nicht mehr. Jetzt kann ich so entweder wieder while, read, Anzahl und CAC. Jetzt lese ich immer Zeile für Zeile, die erste Spalte in Anzahl, die zweite in CAC, du. Und jetzt greppe ich einfach mal die CAC in meiner Zwischendatei, mache noch eine Leerzeile dazwischen. Und kriege jetzt eine Liste für nur die Dateien, die es mehr wie einmal mit gleicher Prüfsumme gibt. Prüfsumme und Dateiname. Das sind jetzt also die 3 Dupletten, die es 2-mal gibt. Und dann die Variante, die es insgesamt 5-mal gibt. Die sehen alle total wichtig aus von Dateinamen. Die könnt ihr wahrscheinlich komplett zusammen wegschmeißen. Da könnte man jetzt auch statt wieder ein LS-L drauf machen. Wie alt sind die noch? Aber damit konnte ich jetzt identifizieren, die beiden machen irgendwas. Wenn ich die jetzt, die Liste sollte man sich erstmal in Ruhe angucken. Ja? Ja, Problem ist, das habe ich jetzt für genau eine Größe gemacht. Ja, jetzt könnte ich also das Spiel tatsächlich machen. Ich habe vorher mal so eine Liste generiert von den ganzen Größen. Ja, das war ja in F, stehen alle die Größen drin. Cut, Feld 1, Sort minus U. Macht das minus n, das sind alle Größen, ist irgendwie sortiert, angucken. 0 ist jetzt wirklich, obwohl, jetzt lassen wir die erste Zeile mit der 0 mal weg, die finde ich jetzt irgendwie blöd. 1, lösche mir die Zeile 1, dann bin ich die auch los, dann geht es mit Größe 1 los statt mit Größe 0. So, da kommt jetzt eine Liste raus mit Größen. Und jetzt kann ich die ja hier mal rein, while, read, Größe, du. Und den Rest habe ich ja schon geschafft vorher. Ja? Das ist jetzt statt diese 3669 mache ich $ die Größe, die ich gerade gelesen habe. Dann mache ich erst noch A, Echo, $ die Größe, damit wir das noch finden können. So, ich gehe mal die Größe aus. Jetzt suche ich für die Größe alle Dateien, mache den ganzen Geraffel, den ich gerade gemacht habe. Und sage, okay, die zweite, dann für die Schleife über alle Größen, die ich mir da so mühsam rausgesucht habe. Ich kriege keine Fehlermeldung, er fängt an zu denken und er findet ganz wenig, das ist blöd. Das ist fies. Jetzt fängt es die Bank an. Also könnte man so machen, jetzt habe ich irgendwo einen kleinen Tippfehler, wenn ich ihn nicht ganz schnell finde, machen wir lieber die Kurve zu den, ich dachte schon, niemand passt auf die Zeit aus. Doch, sie passen aus, sie sind so weit im Hintergrund. Ich kann das gar nicht lesen von hier mit meiner Lesebrille. Kriegen wir hin. Was läuft hier falsch? Wenn man jetzt so ungefähr wissen möchte, was da falsch läuft, es geht zum Glück relativ langsam, kann man jetzt mal auch wichtige Shell-Kommando Z-X. Ich setze das Flag-X, das ist das gleiche, wie wenn ich dann ein fertiges Shell-Skript mit Bash-X Shell-Skript aufrufe, was dann passiert, wenn ich das Kommando PW irgendein Kommando ausführe, dann sagt mir die Shell,
auf Standard Error. Ah, da wird jetzt das Kommando PWD und so ausgeführt. Und wenn ich jetzt diese ganze Monster-Kommandozeile ausführe, dann sehe ich wirklich ganz viele. Ich halte es mal mit Ctrl-S kurz an. Dann sehe ich, jetzt wird Sort ausgeführt, SED. Das ist eigentlich das Erste in diesem ersten Teil der Pipe. Ja. Er macht erst die erste Spalte schnippeln. Ich lese da was, oder es geht sogar kunterbunt, stelle ich fest. Ja, ich lese die erste Spalte, ich sortiere mir die, ich schmeiße eine Zeile weg und dann, das ist das Read hier drin. Und der müsste jetzt dann auch noch Sachen liefern, anhalten. Dann kommt dieses Echo. Eigentlich geht es mir jetzt um die Dateien bis 11. Und mit den Dateien bis 11 hätte ich jetzt erwartet, Dach 11. Ah, das kann sein, dass hier kein Tab mehr ist. Da hatte ich aber so reingebastelt, dass dieses Grep diesen Tab. Es ist ganz wichtig, dass hier ein Tab-Zeichen drin ist. Sieht man jetzt auf dem Bild, ihr seht es genauso wenig wie ich. Das merkt man auch, wenn man jetzt hier vorne anfängt zu tippen. Und das ein Tab wäre, dann müsste er immer in Achtersprüngen weitergehen. Und jetzt hier merkt man, es ist immer genau ein Zeichen, deswegen kann das hier kein Tab-Zeichen mehr sein. Dann machen wir das raus, Ctrl-V-I. Jetzt können wir wieder zurückgehen. Das ist jetzt Krümelkram. Aber jetzt merkt man irgendwie, das ist ein Tab. Ja. Und dann geht es hoffentlich gleich auch viel besser. Jetzt stört mich dieses Geblubber. Z plus X ist das Gegenteil von Z minus X. Da kommen verschiedene lange Listen, wo keine Dateinamen drinstehen. Das war vorher besser. Also wir sind schon sehr nah dran. Aber das, die History gibt es nachher wieder zu irgendwie den nicht vorhandenen Folien. Die könnt ihr dann auch, weil das, was ich getippt habe, lege ich als History dann einfach bei den Vortragsinfos ab. Kann man nochmal nachgucken, ob man das voll fertig kriegt. Einen will ich noch angucken, sonst kommen zwei letzte andere Kommentare. Ja, mit 7. Was macht das Schöne? Ich habe immer in der Datei. Okay, das ist, wenn man einmal schummelt. Ich habe so eine Zwischendatei C mit den Prüfsummen gemacht, weil die brauche ich ja nochmal, um nachher meine Dateien mit den Prüfsummen wieder zu suchen. Aber hier liegt jetzt immer noch die Prüfsummendatei rum für diese Dateien mit 3669 Bytes. Ja, und die ändert sich nicht und das sind natürlich nicht die Prüfsummen von anderen Dateien drin. Deswegen kommt jetzt gerade nichts mehr. Das können wir natürlich aber leicht ändern. Das ist das Kommando, was die Prüfsummendatei geschrieben hat. Und das nehmen wir jetzt einfach hier und bauen das wieder mit rein. So. Dann müssen wir hier einmal einfügen, was wir gerade mal. Schreibt mal diese Zwischendatei C. Und eben jetzt wieder statt diese 3000. Da ist das Tab noch da. Da haben wir Glück gehabt. Also Dollar die Größe. Such mir die Größe, schreib es in die Zwischendatei C. Dann such mir die Sachen nochmal und frickel die dann am Schluss hier wieder aus der Datei C raus. Und jetzt wird's gut. Yes. Wenn es gut aussieht, dann macht man schnell Z plus X, guckt sich den Output im LS an. Dateien mit Größe 1. Die unterschiedliche Prüfsummen haben. Wenn man genau darüber nachdenkt, kann es genau 256 von diesen Möglichkeiten geben, weil in diesem einen Byte nur Zahlen zwischen 0 und 255 drinstehen können. Wäre jetzt wieder interessant, es gibt die drei Dateien, die das gleiche Byte enthalten und die enthalten ein anderes Byte wie diese und das Byte scheint sehr populär zu sein, da wollen wir kurz reingucken. Welches Byte, ich halte das mal mit Ctrl-Z an. Hex, man weiß ja nie, ob das binär ist. Da steht ASCII-Code Hex 31 eine echte Dezimal 1 drin. Ja, also das gibt eine einzelne 1, gibt diese Prüfsumme und kommt ziemlich häufig vor. Und jetzt können wir mal suchen nach ganz vielen Gleichheitszeichen. Das sind die, die 3 Byte enthalten, 4 Byte. Das rabbelt sich jetzt so langsam durch. Und sucht sich jetzt immer genau durch die Dateien und macht Prüfsummen. Das könnte ich jetzt den spannenderen Teil, drehen wir um, die kleinen Dateien, das setzt sich eigentlich kein Schwein für. Das hat die Liste, nimm die Größen, sortier die mal numerisch irgendwie und rückwärts. Ich will jetzt nicht die kleinen Frickelkram-Dateien haben, sondern ich will jetzt die größte Datei mit die größte Länge zuerst haben und fange mit der größten Doublette an. Es gibt eine Doublette mit 4,6 Gigabyte. Da liegt irgendwas. Nee, es gibt zwei Dateien mit der gleichen Größe. Ich werde abgewürgt.
Die Historie gibt's. Letztes Wort dazu. Also man muss sich dann ernsthaft überlegen, ob man das mit Größen macht, wenn man tatsächlich merkt, man muss so Testdaten, ob es genug, also hier gab's gar keine, finde ich jetzt komisch, werde ich nochmal nachgucken, ob das Sinn macht, tatsächlich jetzt für jede Größe einzeln sich die Prüfsummen machen zu lassen. Die andere, viel trivialere Methode ist, ich mache wirklich so ein Feind über einfach alle Dateien, mache eine monsterlange Prüfsummendatei, ja, das ist total trivial, Feind, Type F, jetzt ist auch wieder, ich mache einfach eine Dateiliste, Print 0, damit ich mit diesen ganzen Schrottdateien nichts habe, Print, dann sage ich dem X-Args wieder, da kommen 0 Bytes, und mache über alle Dateien einfach mal eine CRC32-Prüfsumme, geht immer noch ein Faktor 2 schneller, und schreibe das in eine Datei. Dann habe ich von allen Dateien die Prüfsummen. Das braucht jetzt ein kleines bisschen, das braucht tatsächlich 6 CPU-Minuten. Und wenn man die dann hat, also das macht er jetzt so der Reihe nach durch, ja, da ist relativ schnell irgendwas drin. Ah, ja, ist schon mal ziemlich viel drin. Und dann kann ich jetzt natürlich hergehen, wirklich Cut, dann habe ich alle Prüfsummen von allen Dateien, dann brauche ich bloß noch durch die Datei durchgehen und die mal sortieren. Ja, genau das, was wir vorher hatten. Cut, nee. Unique minus C, zähl mir mal und nur die ersten 8 Zeichen zum Beispiel von dieser CC-Datei und sortiere mir das Ganze numerisch rückwärts. Und dann kriegt man schon mal ein Zwischenergebnis. Also mit der Prüfsumme gibt es 41, bis jetzt 41 gleiche Dateien und das ist eine von den Kopien. Wenn das ganz fertig ist, hat man alle Dateien, dann braucht man bloß noch nach der Prüfsumme sortieren und gucken, welche sind alle gleich und kann sich dann Gedanken drüber machen. Ist viel, viel einfacher. Und dann muss man sich, und nächstes Mal werde ich wissen, ob in meiner 1 Million Dateien tatsächlich noch eine Kollision bei den 4 Milliarden möglichen Prüfsummen ist. Interessiert mich auch. Fragen draußen nächstes Jahr, sonst irgendwo? Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Viel Spaß beim Datensuchen und Platte aufräumen. Ach so, das allerletzte Wort, was mir dann gestern auch schon jemand gesagt hat, einen habe ich noch, aber ist nicht von mir. Man muss das nicht irgendwie in der Shell mühsam selber programmieren. Inzwischen gibt es auch ein Programm, das heißt fdups, das genau das Gleiche macht. Das ist total schnell fertig. Blups auf mein Home-Directory. Ich war total baff und dass das so wenig ist. Bis man merkt, aber man muss dem noch minus R rekursiv. Geh mal durch den ganzen Baum durch, dann läuft es auch 6,5 Minuten, genauso lang wie meine Prüfsummen. Und macht aber einen schönen Output. Sortiert es alles und zeigt die Listen und was zusammengehört und sowas. Auch toll. Kann man auch in C programmieren. Aber wenn man nicht weiß, dass es das gibt, oder früher gab es das vielleicht auch nicht, macht man sich halt ein kleines Shell-Skript. So, ganz schnell viel Spaß beim nächsten Vortrag und tschüss.